Hiho und willkommen zurück bei lieben Rollenspiel und Zwergenfreunde zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, wir sind in der Arena. Jetzt fertig. Müssen nur hier die Treppe hoch und wieder in die Eingangshalle. Dann können wir verschwinden von hier. Nachdem wir ja Eotas begegnet sind. In der Zwischenwelt. Und wohl uns einen Teil unserer Seele zurückbekommen haben. Ja, wir haben noch ein paar Quests, hauptsächlich Charakterquests und Hauptquests. Mit dem Quest haben wir jetzt hier schon mal alles abgeschlossen. So, wir verlassen die Arena. Während ich die Seen passiere, drehen einige von ihnen ihren Kopf in deine Richtung. Die meisten scheinen aber auf etwas unter dir fixiert zu sein. Auf die andere Seite unter deinen Füßen. Einige nicken dankbar oder erheben eine Hand zum Gruße. What do you see that I can't, Watcher? Was siehst du, dass ich nicht sehen kann, Wächter? Seelen, Dutzende davon, vielleicht Hunderte, und alle von ihnen gehen zu der Adra-Säule. Oh, nichts ehrlich, ich habe gerade nur unzählige Seelen gerettet, die mich die Adra-Säule wieder zum Leuchten gebracht habe. Dank den Göttern, die verlorenen Seelen der Insel bewegen sich endlich zur Adra-Säule. Nehmen wir mal das erste. Alle? Wirklich? Sie streicht gedankenverloren über ihren Lampenkäfig. Eine kleine Gruppe Seelen schart sich langsam um euch. Eine Seele aus der Gruppe steht etwas näher als die anderen und versucht deine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Watcher, we'd like to come with you. Toter Seefahrer, Wächter, wir würden gerne mitkommen. Natürlich, ich werde euch beschützen. Warum geht ihr nicht einfach zur Adra-Säule? Ich kann keine Seelen gebrauchen, die mir ständig nachlaufen, verschwindet von dir. Warum geht ihr nicht zur Adra-Säule? We would, and we appreciate that you showed us the way, but... What if the Adra goes dark again before we reach the Beyond? Das würden wir, und wir wissen es zu schätzen, dass du uns den Weg zum Adra gezeigt hast. Doch was ist, wenn er wieder erlischt, bevor wir das Jenseits erreichen? Die anderen Seelen huschen aufgebracht umher, sehen sich gegenseitig an und dann dich. Dann kommt mit. Kann ich die Seelen jetzt ernten? Ja, sicher, wenn du Lust hast, wir haben keine Zeit dafür. Ja, sicher. I just knew you'd help me if I followed you. Danke, dass du mich bei meiner Mission unterstützt, Wächter. Ich wusste einfach, dass du mir helfen würdest, wenn ich dir folge. Xoti vollführt mit ihren Händen einen Bewegungsablauf, der einer Kampfsportart oder einem ausgeklügelten Tanz ähnelt. Während sie einen Kreis um den Bereich zieht, fängt sie an, ihre Laterne immer weiter und immer schneller von ihrem Körper zu schwingen, bis ein vergängliches Licht aus dem Inneren aufflackert. Die Seelen springen auf den Köder an. Mehrere von ihnen ändern ihren Kurs und schweben durch den Laternenkäfig, worauf sie verschwinden. Thank you, Watcher. Ich danke dir, Wächter. So. Ja, nachdem ich Eotas Verbindung zur Adra-Säule gekappt und damit der Licht wiederhergestellt hatte, war es Xoti möglich, einige versorgene Seelen bei der egvitalischen Ausgrabungsstätte nahe Port Mario zu ernten. Ja. Als ich Xoti kennenlernte, hat sie mir über ihre prophetischen Träume erzählt. Mir ist aufgefallen, dass sich Xoti mit jeder geernteten Seele unberechenbarer verhält. Und jetzt haben sich ihre Träume verschlimmert. Ihr schwankender Geisteszustand könnte noch ein Problem werden. Ich sollte nachher sehen und herausfinden, wie es ihr geht. Xoti schwankt ein wenig und ein leises, tiefes Stöhnen kommt aus ihrer Kehle. Sie reibt mit einem Daumen über die nervös aufgebissenen Lippen.
Alles in Ordnung? Schweiß läuft von ihrer Schläfe herunter zu ihrem Kinn und tropft von dort auf den Boden. Ihr Blick ist benebelt, abwesend. Wächter, sie schluckt langsam, als würde sie sich mühen, ihre Stimme wiederzufinden oder ihre Mahlzeit bei sich zu behalten. Es ist nichts weiter als ein Wachalbtraum, geht bald vorbei. Sie zittert stark und kommt langsam wieder zu sich. Vielleicht ziehst du lieber weg von unserem Wächter, falls es aus deinem Mund herauskommen sollte. Sehr taktvoll, Edda. Sorry. I know you're going through something there. Edda räuspert sich. Tut mir leid, ich weiß, dass ihr hier gerade etwas durchmacht. You could call it something, all right. So kann man es nennen, ja. Sie neigt den Kopf und sieht ihn verkniffen an, als wüsste sie nicht recht, ob er sich über sie lustig macht oder es ernst meint. Du solltest ihn anhören, Xoti. Lass gut sein, Edda. Möchtest du darüber reden? Einen Arm über ihre Schulter legen und sie an dich ziehen. Halt die Ohren steif, Priesterin, dein Gott verlangt es. Du solltest ihn anhören, Xoti. Falls es dir hilft, ich glaube, ich habe teilweise die gleichen Sorgen wie du. Du worry about the same things as I do? The horrors I see in my dreams? Aeora dying and hell going dark? Really? Dich plagen dieselben Sorgen wie mich, die Schrecken, die ich in meinen Träumen sehe, dass Eora stirbt und Hell sich verdunkelt? Ah, Hell ist das Jenseits. Wirklich? Well, not the same, exactly. But maybe the same kind of feelings beneath it all. About who we are to our God and who he is to us. Nur nicht genau dieselben, aber vielleicht dieselben darunterliegenden Fragen. Darüber, was wir für unseren Gott sind und was er für uns ist. Sie atmet tief seufzend aus. Sie blickt zu Boden und wiegt sich auf den Fersen hin und her. Now that I understand. No matter what our lives were like before, we're not so different, me and you. Nun, ich verstehe. Egal wie unser Leben davor war, wir sind nicht so verschieden, du und ich. But tell me, honestly now, you and the Watcher, do you? Aber sag mir mal ehrlich, du und der Wächter, seid ihr? Ihre Stimme wird tief und heiser und sie wirft einen flüchtigen Blick nach rechts, bevor sie weiterredet. You see those shambling corpses too? Du siehst diese schlurfenden Leichen auch? Angesichts ihrer hastig geflüsterten Worte richten sich deine Nackenhaare auf. Du blickst dich um, nur um sicherzugehen, siehst du jedoch nichts Ungewöhnliches. Auch nicht in der Richtung, die Xoti wie verzaubert starrt. Ich sehe nichts. Ich sehe es in der Tat. Was für ein schrecklicher Anblick. Was siehst du? Body is stitched together parts and flayed flesh. It's got three heads and four stretched limbs. On each of its heads curves three white horns from above three blind eyes. Sieht sie jetzt Satan oder was? Oder eine verdrehte Form von Satan? Ich sehe einen Körper aus zusammengeflickten Teilen und geschundenem Fleisch. Das klingt eher wie irgendein Untoter. Er hat drei Köpfe und vier gestreckte Gliedmaßen. Das klingt wie ein sehr makabrer Untoter. Auf jedem der Köpfe heben sich drei gebogene weiße Hörner über drei blinden Augen. Das klingt mir eher wie irgendein Teufelswerk. The beast is big as a mountain, and shambling toward us beneath the sun turned black as slow. Das Biest ist groß wie ein Berg und schlurft unter einer Sonne schwarz wie die Schlehe auf uns zu. Was ist die Schlehe? Ihre Augen verdrehen sich gegen den Himmel und sie schwankt auf ihren Füßen, als ob sie gerade von einem Kampf geschüttelt würde. Die Laterne klappert in ihrer Hand, sie atmet mit einem Seufzen aus. Ich weiß, dass es nicht wirklich da ist. Lately, it's been getting worse. Some nights I wake sweaty and shaken. Other times... I'm already awake. In letzter Zeit ist es schlimmer geworden. In einigen Nächten war ich schwitzend und zitternd auf. Manchmal bin ich bereits wach. I got my eyes wide open, staring down the darkness, watching one lantern after another flickering out. Ich habe meine Augen weit offen und starre in die Dunkelheit. Ich sehe, wie eine Laterne nach der anderen erlischt. And every soul looks so ripe, darn near rotten with a need for reaping. Und jede Seele sieht so reif aus, als würde sie verfaulen, wenn sie nicht endlich geerntet würden. Wenn wir genug Zeit haben, können wir die Lampen von Hell neu entzünden. Noch ist nicht alles verloren. Was soll das heißen?
Du wirst zu einem höheren Zweck gerufen, Xoti. Umarme die Ernte, die Dunkelheit des Herbstes. Was soll das heißen? Die Tage kommen für Kithkind. Wenn der letzte Licht des Himmels brennt, wird der letzte Harvest auf uns sein. Den Gestandenen stehen dunkle Tage bevor. Wenn das letzte Licht von Hell verlöscht, wird die letzte Ernte über uns kommen. Ich denke, wir könnten alle aussterben. Eine tiefe Furche zeigt sich auf ihrer Stirn. Aber möchte Gaun, dass ich es aufhalte oder dass ich helfe? Wenn wir genug Zeit haben, können wir die Lampen von Hell neu entzünden. Noch ist nicht alles verloren. Du wirst zu einem höheren Zweck berufen, Xoti. Umarme die Ernte, die Dunkelheit des Herbstes. Nehmen wir mal das Erste. Ich hoffe, du hast recht, Wächter, denn wenn du dich irrst... Sie schwenkt ihre Laterne nervös hin und her, ihr Blick verliert sich in den Flammen. Nein, ich weiß, dass du recht hast. Gaun hat mich auserwählt. So until I figure out what's needed of me, I'll do my darndest to help you on your path. Bis ich also herausfinde, was von mir verlangt wird, tue ich mein Möglichstes, um dir auf deinem Weg zu helfen. Sie blickt zu dir auf. We'll figure this out together. Wir werden dem gemeinsam auf den Grund gehen. Sie legt vorsichtig ihre Hand in deine. Eure Finger schlingen sich leicht ineinander und eure Handflächen pressen sich eng zusammen, dass ihr den Herzschlag des jeweils anderen spüren könnt. Ja. Sie strafft die Schultern und blickt in die Ferne. Gibt es irgendetwas, mit dem wir deine Albträume erträglicher machen können? Sag nichts. Ich hasse es, dass man mich verhätscheln muss, Wächter, aber... Sie wischt sich den Schweiß von der Seite ihres Halses und versucht, ein Zittern zu verbergen. I'm carrying more souls than I've ever shepherded before. So, I don't know that it'll work this time, but used to be. When the dreams were riding me hard, I'd cleanse my soul before gone. Ich trage jetzt mehr Seelen bei mir als je zuvor, also kann ich nicht sagen, ob es diesmal funktionieren wird. Aber früher, wenn die Albträume mir zu sehr zu schaffen machten, habe ich meine Seele vor Gaun gereinigt. If we stop by the temple in Nekataka, I can perform the ritual. Please, I need the relief. It won't take more than a minute under Gaun's statue, that's all. Wenn wir im Tempel in Nitaka einen Halt anlegen, könnte ich das Ritual durchführen. Bitte, ich brauche diese Erleichterung. Nur eine Minute unter Gauns Statue, mehr brauche ich nicht. Ja. Xosis göttliche Mission sowie die zahlreichen Seelen, die sie in ihrer Laterne hält, machen ihr schwer zu schaffen. Ich habe Xoti dazu ermutigt, dem Licht in Gauns Laterne zu folgen. Wiedergeburt nach dem Tod. Xoti kämpft mit der immer größer werdenden Last der vielen Seelen, die sie für ihren Gott geerntet hat. Eine spirituelle Einigung von der Statue im Tempel von Gaun könnte ihren umnebelten Geisteszustand aufklaren. Mhm. Ja, die Beseder sind schon wieder an der Arbeit. Ich finde, wir sollten mehr von diesen Käfigen bauen. Da ist auch ein Beseder. Da bist du. Okay, sie hat nichts Neues zu sagen. Oh, das heißt, wir haben hier nichts mehr zu tun in der Ausgrabungsstätte. Das heißt, wir können jetzt gehen und zurück nach Port Maie zurückkehren. Jetzt da wir auch Alof im Gepäck haben. Mal sehen, was der schon wieder angestellt hat. Unser guter Alof. Hm.
Gut, das heißt, von der Ausgrabungsstelle zurück. Bekannte Orte, Valios Rast, bla bla bla. Aber ganz ehrlich, ich versuche mal, das Schlachtfeld weiter auszuplündern. Schuppenpanzer. Okay, man kann die Dinger wirklich absuchen, bis sie verschwinden. Das sollten wir auch wirklich jedes Mal machen.